Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Videozyklus von Mathematik macht Freude, Freunde, zum Thema lineare Gleichungssysteme. Dieser Zyklus ist folgendermaßen aufgegliedert. Als erstes werde ich in diesem Video kurz erklären, was ein lineares Gleichungssystem überhaupt ist. In den Folgevideos habe ich gängige Lösungsverfahren durchgearbeitet, habe die Lösungsfälle sowohl geometrisch als auch rechnerisch betrachtet, habe zwei weitere Videos zur Verfügung gestellt, bei denen es um das Auffinden von Koeffizienten geht und schließe das Ganze mit einer Textaufgabe ab. Sollten euch die Videos zu schnell sein oder die Schritte zu schnell gehen, drückt einfach die Pause-Taste oder spult zurück. Nun aber zu diesem Thema. Was ist denn ein lineares Gleichungssystem überhaupt? Eine Gleichung der Form ax plus py ist c mit den reellen Zahlen a, b, c nennt man lineare Gleichung in zwei Variablen. Verknüpft man nun zwei solche lineare Gleichungen, das heißt, beide Gleichungen müssen erfüllt sein, so entsteht ein lineares Gleichungssystem. Das Auffinden eines Zahlenpaares, welches beide Gleichungen erfüllt, nennt man Lösen eines dieses Gleichungssystems. Das Ganze kann sowohl rechnerisch als auch grafisch erfolgen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den einzelnen Videos. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis später.